Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal Juli Artef und willkommen zum 1100 Abonnenten Dankeschön Video inklusive Verlosung dieses kleinen Journals, das ich für euch gemacht habe. 1100, ja nun, ich habe es bei den 1000 einfach nicht geschafft. Es fiel, die 1000 fielen genau in diesem Sommer und in diesem Sommer war ich sehr, sehr viel unterwegs, habe wenig Zeit an meinem Basteltisch verbracht, bis dann vor 2 Wochen wir, das heißt das Funke-Team, Kram-Team, hatten ein Treffen bei der lieben Jutta Whitley im Funkeland, haben eine tolle Zeit verbracht und viel gebastelt, viel geredet, viel gelacht. Es war wirklich sensationell. Ja, und dabei ist dieses Cover entstanden und auch ein Teil der Signaturen konnte ich da schon zusammenstellen, denn die liebe Angelina Schukrina und Silly von Silly Things hatten uns allen, also allen, die da waren, Kleinigkeiten mitgebracht, also keine Happy Mails, da sagt man dazu, Happy Geschenke, Happy Danke, Happy, Happy Geschenke, ja, also jedenfalls ganz viel Junk Journal Zeug, was man dann auch hier drin auch gut verbasteln konnte. Ich habe echt sehr, sehr viel Spaß gehabt, das Ganze zu kreieren. Genau, also wie gesagt, das könnt ihr gewinnen, wenn ihr mir zum einen einen Kommentar hinterlasst und dann, ich dachte mir, wir machen das vielleicht mal ein bisschen anders als die ganzen 1000 Abonnenten-Videos, die es sonst so gibt, schreibt mir eine Mail. Und zwar beantwortet mir doch bitte die Frage, wie viele Signaturen beinhaltet mein Journal in meinem beleuchteten Alchemisten-Labbook? Ja, meine E-Mail findet ihr in meiner Kanalinfo oder aber auch, ich schreibe sie nochmal in die Beschreibung rein. Ich wiederhole die Frage auch nochmal später. Ich zeige euch jetzt erstmal dieses Journal, das entstanden ist, das Cover, aus einem Karton von Funkegram, aus deren ja, Papiercontainer. Angelina Schukrina und ich standen also vor diesem Papiercontainer und konnten uns nicht zurückhalten und haben dann mal reingeschaut, was da so alles an tollen Sachen drin ist. Auf jeden Fall waren Kartons drin und daraus ist auch dieser Buchrücken hier entstanden. Die ganzen, also es drumherum, auch hier diese ganzen Papiere, habe ich aus einer Restekiste von Jutta, die hatte sie uns zur Verfügung gestellt und wir konnten dann nach Belieben zugreifen. Es hat super viel Spaß gemacht. Meine Nähmaschine hatte ich übrigens mitgenommen, wie man hier sieht. Wie ihr vielleicht wisst, Jutta näht nicht so gerne oder fast nie in ihren Journals, wohingegen ich ohne meine Nähmaschine. Ich glaube, ohne meine Nähmaschine könnte ich kein Journal fertig gestalten. Also insofern habe ich hier aus Frankenpaper das Cover gestaltet. Genau. Und dann fangen wir nochmal hier an. Das hier ist ein Briefumschlag, den Silly mitgebracht hatte in ihrer Happy Mail. Und auch hier dieser Aufkleber, den hatte Silly gestaltet. Da hatte sie ein ganz tolles Video zugemacht. Das müsst ihr euch unbedingt auch mal, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich glaube, ihr habt es alle schon gesehen, dass ihr euch das nochmal anschaut. Das ist echt toll. Hier noch eine kleine Tasche drin, Briefumschläge und wirklich alle möglichen Reste verarbeitet, die zum einen ja bei Jutta aus der Restekiste stammen, aber auch aus meiner Restekiste. Viele Sachen, die ich mal gemacht hatte, so wie dieses Papier hier, die bislang noch keinen Einzug in meine Journals halten konnten, aber hier dann eben einen schönen Platz, finde ich, gefunden haben. Hier diese Papier-Dollies, die hatte Angelina mitgebracht. Echt, ich liebe die, also die überall hier so einzubauen. Ich finde das immer eine schöne Sache. Und hier diese Idee hatte ich von Bohemian Crafting. Das fand ich auch ganz toll. Also ich finde, Bohemian Crafting hat ohnehin ganz, ganz tolle Ideen zwischendrin. Da haben wir eine kleine Doodle-Seite mit drin. Das Journal hat 2 Signaturen. Und hier habe ich aber eine Schablone drüber gelegt und mit Distress Stain drüber gesprüht. Dann ein paar Tags, also ein paar, wie nennt man die? Tabs an der Seite angebracht.
Und genau. Ja, also grundsätzlich, ich mache jetzt seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, ich glaube 4 oder 5 Jahren Journals, und es wird einfach nicht langweilig. Es ist immer wieder was Neues zu entdecken. Ja, Buch bleibt Buch, das ist vollkommen klar, aber man kann es ja in den unterschiedlichsten Stilrichtungen machen. Ich liebe es einfach immer noch ungemein. Ich selbst habe ein paar im steten Gebrauch. Die meisten von meinen Büchern ja, verkaufe ich ja dann auch auf Etsy, aber von ein paar kann ich mich einfach dann auch nicht trennen. Von dem hier werde ich mich trennen, wie gesagt. Wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst und zusätzlich noch bitte eine E-Mail schreibt, mit der Frage, wie viele Signaturen in meinem beleuchteten Alchemisten-Labbook bei dem Journal drin sind. Genau, hier noch eine alte Brottüte mit drin, ziemlich unbehandelt. Und ich denke, in dem Journal hat man noch unheimlich viel Platz, um eigene Ideen zu verwirklichen, zu gestalten, das noch mehr auszugestalten. Ich glaube, ein Journal ist auch nie ganz fertig. Und erst dann, wenn es wirklich in Benutzung ist, kann man damit richtig tolle, also es sind einfach tolle Momente, die man damit einfangen kann. Also ich finde das zum Beispiel das hier, da hatte ich probiert, eine Stanze draufgelegt, bin damit Distress, ach Quatsch, Distress, mit dem Crit Paste drüber gegangen, mit dem durchsichtigen, und bin dann nochmal mit Distress Stain drüber gegangen. Und ich finde das einfach toll, was da für Strukturen entstehen. Oder generell, was für eine Farbgebung das dann auch zum Schluss bekommt, wenn es durchgetrocknet ist. Genau. Das ist also mein Dankeschön-Journal an euch. An euch alle, die ihr so fleißig meine Videos schaut. Ich bin immer wieder begeistert. Und obwohl ich keine Tutorials mache, sie auch wahrscheinlich nie machen werde, seid ihr immer so lieb und habt so tolle Kommentare. Ich danke euch allen. Ach ja, Auslosung findet natürlich dann auch statt. Und zwar in genau einer Woche dann auch, werde ich den oder die Gewinnerin dann bekannt geben. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Wie gesagt, einmal bitte einen Kommentar und dann zusätzlich noch eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse mit der Frage, wie viele Signaturen befinden sich im Journal in meinem beleuchteten Alchemisten-Labbook. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und spätestens bis nächste Woche, aber auch wohl ganz bald bei meinem nächsten Projekt, an dem sitze ich gerade dran. Genau, ich bin im November auf der Burgsaat 2 beim dunkelbunten Szenemarkt. Ich glaube, das heißt so. Schaut einfach vorbei, wenn ihr Lust habt, wenn ihr da in der Nähe seid, können wir uns persönlich unterhalten. Fände ich auch total schön. Okay, ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.